Liebe Parteifreunde, in unserer Partei gibt es einige wenige Leute, die glauben, sie seien im Alleinbesitz der Wahrheit. Und es gibt einige wenige Karrieristen, Namen muss ich nicht nennen, ihr wisst alle, wen ich meine, die unsere Partei als Vehikel für ihren persönlichen Aufstieg missbrauchen wollen. Diese beiden kleinen Gruppen sind zu einem großen Problem für uns geworden. Sie haben die Flügelkämpfe angezettelt, die jedes Mal aufs Neue unsere Alternative für Deutschland, übrigens die einzige Alternative für Deutschland, daran möchte ich erinnern, in eine Zerreißprobe stürzen. Sie spalten die Partei in verfeindete Lager und verfolgen dabei doch nur ihre eigene Agenda. Damit muss endlich Schluss sein. Schluss mit dieser unerträglichen Selbstzerfleischung, die am Ende nur einem nutzt, nämlich dem politischen Gegner. Unterschiedliche Strömungen gibt es in allen Parteien, auch in der unsrigen haben sie ihre volle Berechtigung. Der Versuch aber, die eigene Strömung in absolut zu setzen und alle anderen Meinungen ausgrenzen zu wollen, ist die Wiederholung der antidemokratischen Strategie der Altparteien uns gegenüber, aber jetzt gegen die eigene Partei gerichtet. Über 35.000 Mitglieder engagieren sich doch nicht in unserer Partei, um ein paar Egomanen ihren Ego-Trip zu ermöglichen. Nein, Zehntausende engagieren sich bei uns, um den politischen Gegner zu stellen. Um zu verhindern, dass rot-grüner Irrsinn, angeführt noch immer von dieser furchtbaren Frau im Kanzleramt, unser Land noch weiter zerstört. Das ist es, was uns eint und was uns vorantreibt. Und genau so müssen wir ab jetzt endlich wieder nach außen auftreten. Dazu gehört, dass wir vernünftig miteinander und auch übereinander sprechen. Klingen zu schärfen, Schlachten zu schlagen, Personen zu erledigen, das ist kein Vokabular, das einer echten Alternative für Deutschland würdig wäre. Auch Forderungen, missliebige, aber programmkonforme Strömungen aus der Partei ausschließen zu wollen, helfen nur dem politischen Gegner. Dem müssen wir ein Ende setzen. Es wird uns gut tun bei den kommenden Wahlen, denn konservative Wähler wollen Einigkeit statt Zerrissenheit. Wir brauchen keine endlosen Debatten über Personalpolitik und wir brauchen auch keine Klamaukpolitiker. Was wir brauchen, das sind engagierte und sachliche Debatten über die Probleme der Menschen in unserem Land. Und wir brauchen seriöse Politiker, denen die Menschen vertrauen können. Die Basis für alles, das sind unsere gemeinsamen Ziele und Werte. Sie stehen in unserem Parteiprogramm, von uns allen beschlossen. Dieses Programm war und ist ein voller Erfolg. Es ist der sichtbare Kompromiss aller unserer Strömungen. Es ist dieses Programm, das als einziges unsere Heimat wieder nach vorn bringen kann. Holen wir uns unser Land gemeinsam von den linksradikalen Kräften zurück, die es sich zur Beute gemacht haben. Und gemeinsam heißt gemeinsam. Beginnen wir damit jetzt.